Guten Morgen, ihr Süßen. Ich werde jetzt weitergehen in meinem Buch. In meinem Buch von Michael Hampe meine ich. Das Buch heißt Wozu? Eine Zwecklosigkeit. Entschuldigung, eine Philosophie der Zwecklosigkeit. Eine Zwecklosigkeit der Philosophie? Nein, eine Philosophie der Zwecklosigkeit. Der Weg hinein. In was hineingeraten? Enge und einzeln. Warum? Gab es eine falsche Bewegung? Von wem? Und wie wieder raus? Wohin? Weiter, nicht einzeln. Eng und weit. Ist Enge und einzeln schlecht und weiter gut? Bilder von Holzverschlägen vor Betonwänden, in denen es unmöglich ist, sich umzudrehen. Eingesperrter Affe, der sprechen lernt. Von Leibermassen, die weiterdrücken. Rinder, Menschen. Oder ein Pferd, das mit der Kandare zurückgenommen wird. Jemand wird dicht auf den Boden gepresst. Kiefer wie eine Zange um den Nacken oder Knie auf dem Hals. Wolf im Wald liegend, schnell hechelnd, wach, Augen in den Himmel. Dann Schönheit, leerer, hoher Zimmer, eine sich plötzlich öffnende Lichtung im Wald, Meer, sich ruhig wiegend am Morgen oder stürmisch, ein Himmel über den Wolken jagen. Oder nur blau, klar, tanzende Möwen. Wer redet hier dauernd? Schlecht, gut, ständig Bewertungen. Kommen wie von selbst. Schon immer scheint es dieses Gerede gegeben zu haben, seit ich, wer, mich erinnern kann. War es nie still? Oder kann ich mich nicht mehr an die Zeit erinnern, als es noch schwieg? Aber ich vielleicht schon auf der Welt war. Was für eine merkwürdige Wendung. Oder war ich noch gar nicht da, als es dies Gerede noch nicht gab? So vieles habe ich vergessen. Was gab es vorgestern zum Mittagessen? Keinen Schimmer. Im Kindergottesdienst Geschichte vom Sündenfall. Sie und er essen vom Baum der Erkenntnis. Seitdem Rede von Gut und Böse. Seitdem dauernd Bewertungen. Seitdem Leben als Einzelne. Anfang Geburt, Ende Tod, Enge der Zeit, Lebenszeit Einzelner. Alte Rede. Was war vorher? Eine Einheit. Eine Einheit, in der kein Bewerten stattfand? Viel später aus dem Osten, wo weder Liebe noch Hass ist alles offen und klar, doch die kleinste Unterscheidung trennt Himmel und Erde in zwei. Der Konflikt zwischen Neigung und Abneigung ist nichts als eine Krankheit des Geistes. Vielleicht habe ich meine Existenz vor der Rede, vor all diesen Bewertungen einfach vergessen. Soll ich versuchen, mich so weit zurückzuerinnern, dass ich an eine Zeit vor der Rede denken kann? Doch wie sollte das gehen? Ich muss mich ja an der Rede entlanghangelnd zurück in die Vergangenheit. Es gibt, so scheint es mir, die Vergangenheit nur in der Rede. Wittgenstein auch und Kant und so weiter. Und wie sollte ich mir oder irgendjemand anderem sagen, was ich vergessen habe, falls es eine Zeit gegeben hat, in der ich noch keine Worte vergessen konnte, weil noch keine Rede in mir
Wo ist das wahr? Je mehr Worte und Sorgen dich beherrschen, desto weiter entfernst du dich von der Wirklichkeit. Bis bald. Ich wünsche euch einen schönen Tag.